Mein Name ist Ulrike Diebold und ich bin Professorin an der TU Wien und ich bin Physikerin. Meine Forschung beschäftigt sich mit den Oberflächen von Festkörpern. Momentan schauen wir uns die Oberflächen von Kristallen an, speziell von oxidischen Kristallen, aus dem Grund, dass die sehr interessante physikalische und chemische Eigenschaften haben und auch aus dem Grund, dass die meisten Materialien an der Oberfläche oxidiert sind. Und an diesen oxidischen Oberflächen sind die Fehlstellen sehr interessant. Und die schauen wir uns mit unseren Rastertunnelmikroskopen direkt an. Das heißt, wir machen direkt Filme von wie ein Molekül auf eine Oberfläche reagiert. Wir schauen an, wie die auf die Oberfläche drauf sitzen, reagieren, dissoziieren, sich mit anderen Molekülen verbinden, um zu verstehen, was so passiert auf den Oberflächen und auch im Hinblick auf einige Anwendungen. Den Wittgenstein-Preis verwende ich für verschiedene Dinge. Einerseits finanziere ich damit junge Mitarbeiter und zweitens haben wir damit eine ganz neue Anlage gekauft. Ein Großgerät, mit dem man dann die Bindungen zwischen den Atomen auflösen kann. Dann kann man in einem Molekül wirklich sehen, ob es sich zwischen zwei Atomen um eine Einfach- oder eine Doppelbindung handelt. Das ist eine ganz neue Entwicklung. Es ist mir eigentlich nicht klar, woran es liegen könnte, dass die Frauen nicht in die Physik gehen. Ich finde das wahnsinnig spannend und ich muss sagen, dass junge Frauen, die sich in der Physik durchbeißen, ist sicher kein leichtes Studium, dann wahrscheinlich auch einen Vorteil haben, weil sie dann sehr sichtbar sind. Der Wittgenstein-Preis war sicher der Höhepunkt meiner Laufbahn bisher. Einfach deshalb, weil es einen so prestigeträchtigen Preis gibt.